Hallo Freunde, willkommen zurück hier bei Cry of Fear. Bzz, bzz, bzz. Was hier? Da ist die Tür verschlossen. Frommle Doktor. Möchtest du dir nichts sagen? Nö. Ich glaube, Lizzie ist weg. Nein, ich bin nicht weg. Ich sitze noch hier. Hallo? Hallo? Sind da Schränke? Hallo, ja. Sehr schöne Schränke. Ja, das ist alles sehr grafisch hochwertig hier. Ja, stecken überall Monster drin. Obi-Mitarbeiter. Eindeutig. Mutti! Ich hab dich doch gewarnt. Schön mit dem Ruckeln. Ja, das Ruckeln ist total geil. Mutti rennt hinter dir. Ja, Mutti 2 ist mir aber egal und Mutti 3 kann mich auch mal. So, dann wird dieser Typ hier aufgeschnitten. Ich möchte mit dir ein Spiel spielen. Hallo, Michael. Ein rostiger Schlüssel. Ich frag mich, warum der rostig ist. Lecker, lecker, lecker. Ist das für die Tür? Magensäure? Nein. Dann nehmen wir eben diese hier. Und speichern nochmal ab. Speichern schadet nie. Wie gesagt, speichern. Dein bester Freund. Grundsätzlich. Oh, speichern schadet nie. Hey, eine Spritze. Sind wir hier? Hey, eine Lampe! Bisschen erschrocken habe ich mich ja schon, ne? Hey, ein Mann mit Tüte auf dem Kopf. Und eine Frau mit komischen Armen. Hey, Blut an den Wänden! Sind wir schon hier? Ja, wir sind schon hier. Das heißt, ich sollte mir erstmal... Do you like this? Klar. Schönes Spiel. You don't know anything. Anscheinend weiß ich gar nichts, das ist traurig. Wunderschöne Ausstellung finde ich. Wenn ich bloß verstehen könnte. Das wollte ich nie. Ja, doch, moderne Kunst, eindeutig. Also ohne Quatsch, da ist das Van Gogh Museum in Amsterdam echt ein Scheiß dagegen. Ah, was haben wir hier? Ich wollte nur, dass du stirbst, einfach stirbst. Ja, doch. Das ist eine ziemlich schlechte Idee. Ich finde, das war echt eine wunderschöne Ausstellung. Sollten wir wieder besuchen. Rechts. Falsche Richtung. Links. Arme. Arme. Krabbel, krabbel. So viele davon. Raus hier. Die wollten dich doch nur festhalten. Ja, ich wollte aber nicht festgehalten werden. Zumindest nicht von denen. Wo Lisa? Ja, do not kreuz. Brechte nicht das Kreuz. Aber mein Kreuz. Nein, nicht das Holz. Das Holzbrett. Das Holzbrett soll ich brechen, okay, gut. Ganz dringend das Holzbrett. Du. Shit. Siehst du den blauen Hasen auch? Oh, ein blauer Hase. Ich glaube, wir werden verrückt. Ich frage mich, wer dieser verrückte Doktor ist. Der muss irgendwas getan haben. Der hat eine Gasmaske getragen und ich tue das nicht. Kapitel 3. Die Stadt ist nicht sicher. Vielleicht sollte ich eine Gasmaske tragen, aber wo bekomme ich die her? Aus dem Gasmasken-Supermarkt-Geschäft-Dings. Aus Obi. Man muss einfach Obi-Mitarbeiter werden. Rätsel gelöst. Die wissen alles. Irgendwie. Ting, ting, ting. Also irgendwie. Ich ganz leicht einen Hutzdreizen. Hutzenreizen. Hutzdreizen. Sind wir hier? Wir sind draußen. Wir sind draußen. You will die. Fahrrad. Wir sind in Münster. Eindeutig. Kann ich das Fahrrad benutzen? Kann ich damit nicht schneller fahren? Die Treppen hoch. Eindeutig.
Aber Schnee oder Müll? Schnee. Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus. Bip, bip. Das Telefon klingelt schon wieder. Bist du okay? Du musst lieber noch nach Hause kommen, ich mache mir schon Sorgen. Hallo, na? Hey, Hammermann. Ich bin der magische Hammermann. Schau dir meinen magischen Hammer an. Nein, den möchte ich nicht sehen. Aua. Die haben echt eine Hitbox sondergleichen. Also mit Nahkampf sind die echt geil zu... Oh Gott, da hatten wir gerade ziemlich viel Glück gehabt. Gucken wir auf das Leben. Jodo. Ich glaube... Er wollte dir den Hammer zeigen. Ja. Du hast ja drum gebettelt. Diese Tür ist verschlossen. Diese Spritze aber nicht. Und diese Tür ist auch verschlossen. Es wäre auch sehr interessant, wenn eine Spritze verschlossen wäre. Stimmt. So eine kleine Spritze mit Vorhängeschloss. Oh, ist da jetzt schon der Menschenbaum? Du bist ein Menschenbaum. Da kann ich die U-Bahn nehmen, aber da muss ich zuerst in die Sächsische Straße. Ja, die Sächsische Straße. Also in den Osten. Ich will aber den Bus nehmen. Wir wissen, wenn wir in den Osten wollen, müssen wir am Menschenbaum vorbei. Nein, nein. Schön. Nicht ganz. Im Osten, die Mauer. Mauer, Menschenbaum, das ist doch alles dasselbe. Hüp. Ich habe mich gar nicht erschreckt. Das ist gut. Ich wusste übrigens auch nicht mehr, dass der kommt. Aber ich hatte gerade eher Sorgen zu sterben, als mich zu erschrecken. Ja, dann. Wegen Mr. Menschenbaum? Wegen Mr. Typ, der angerannt kommt und mir seinen Hammer ins Gesicht rammt. Den da? Ja, der rennt eher weniger. Oh, Shotgun. Die gute Shotgun-Muni. Geht's da noch um die Ecke? Ich bin doch nicht doof. Das heißt aber wahrscheinlich, dass es hier nicht mehr weiterging, oder? Ich hatte recht. Und vorher nicht hingeguckt. Labyrinth, eindeutig. Das war... Rückte Menschenbaumlabyrinth, ja. Da kam irgendwas komisches, krumpeliges. Ist das Freddy? Hat er sein Pullover gefärbt? Freddy wird vom Baum festgehalten? Freddy! Auf die 12! Aua! Aua! Oh. Wir haben Freddy verkloppt. Nochmal speichern, jetzt nachdem wir Freddy verkloppt haben. Speicherst wirklich alle 5 Sekunden. Ja, man kann nie oft genug speichern, wenn es keine Save Points gibt. Pam! Mach das Brett kaputt! Hatten wir das nicht eben schon mit dem Brett? Hi Leute! Au, wo kommt der denn weg? Wer war das? Oh, Michael. Ich werde hier nicht mehr reingelassen. Michael? Warum ist Michael so... Oh, ich bin ein bisschen zu nah an dem Menschenbaum, glaube ich. Ich glaube, du wurdest... Aber sah sehr cool aus. Gefressen. Oder so. Ich hab einen Plan. Nicht dem Baum zu nahe kommen. Und vielleicht schieße ich mal mit schwerem Kaliber. Vielleicht machst du mal Freddy kaputt. Oder Michael. Oder beide. Habe ich erwähnt, dass ich mal mit schwerem Kaliber schießen sollte? Oder den vierten Typ, der dabei stand. Hey, Kumpel. Immer die gute Shotgun. Money. Das sah sehr interessant aus. Erstmal stehen bleiben, die Wunde betrachten. Der Wunde geht's gut. Und weiterrennen. Mache ich auch immer. Peng. Peng. Okay, ich glaube, der interessiert sich noch nicht dafür. Jetzt interessiert er sich dafür. Guck mal, ich habe einen Hammer. Den will ich dir zeigen. Guck mal, ich habe ein Loch im Kopf. Das will ich dir zeigen. Nein, Mr. Menschenbaum, dir komme ich nicht zu nah. Guck mal, ich hänge da. Hallo, ich bin Freddy. Mr. Freddy. La la la. Mr. Freddy. Okay. Ist tot. Musst du kaputt machen. Ja, ich sehe das doch. Ja, immer diese Bretter, die von unten da dran geklemmt wurden. Ja, vor allem kommt man denn ja überhaupt nicht drüber. Nee. Hi, Michael.
Ich wollte gerade fragen, willst du dich nicht bewegen? Nee. Also, wir sind jetzt Indiana Jones. Wir sind Indiana. Und Mami wartet immer noch auf uns. Korrekt. Indiana Mami. Die Indiana Mami von Jones. Jonas Indiana Mutti, genau. Sitzt du etwa am Lagerfeuer? Und singt das Lagerfeuerlied. Ja, doch. Ich kann das viel besser. Ich glaube, ich vertone dir das nicht. Solltest du auch. Einfach anfragen. Sind wir jetzt hier? Ja, wenn ich mal Hunger hab, ne? Original. Hm? Sind wir jetzt hier? Ja, wir sind hier. Wo ist hier? Ist hier nicht da? Nee, hier ist hier. Hier ist Do Not Cross und hier ist gleich, Da. Nee, hier ist gleich... Mr. Kettensäge. Der gute Mr. Kettensäge. Und ich nutze einen Bug aus und lass ihn verschwinden. Und renne deswegen zurück, werde zwar kurz von diesen Viechern geschlagen, aber jetzt ist er weg. Und hab so eine ganz kleine M16. Och, wer braucht die denn schon? Nee, eben. Also eigentlich ist so eine M16 ja auch langweilig. Schlimm, dass du einfach die Bugs hast. Nee. Ja, wie gesagt, dass der Typ dann einfach weg ist, das ist tatsächlich ein Bug, dass die M16 da drin liegt. Eigentlich ist es geplant, dass man, wenn der hier getriggert wird, dass man ihn hier umrundet, da reinrennt, hier irgendwie abfängt, dass die Kettensäge nicht trifft und dann hier das Ding wieder lange läuft. Aber wenn man irgendwie dazu kommt, dass der Typ nicht mehr da ist, dann wäre das viel einfacher, ja? Wenn es doch eine irgendeine Möglichkeit geben würde, sodass das Labyrinth, was man jetzt durchlaufen muss, wenn der Typ einen verfolgt, auch absolut kein Problem mehr darstellt. Wenn es nur irgendeine Möglichkeit gäbe. Ich hasse Labyrinth. Bitte? Ja, lass den Typ mal seine Musik spielen. Ja. Sein Handy verloren, würde ich sagen. So, und das wäre jetzt das Labyrinth gewesen. Jetzt wäre man sowieso entkommen. Yippie, gewonnen! Boah, schwierig. Wirklich. Also, Das war schon echt hart. Speichern würde ich trotzdem gern. Guck mal, ein rotes Fahrrad. Wir sind in Münster. Endlich kann ich nach Hause fahren. Oh, Freddy. Welcher von beiden? Du, Freddy. Zwillings-Freddys? Ja. Dingelingeling. Hallo, ein Kopfschuss für dich. Noch ein Kopfschuss für dich. Wie? Vielleicht auch nicht. Ich glaube, der eine ist daneben gegangen. Krabbel. Explosionskopf, Baby. Krabbel. Komm mal her, hä? Aua, der hat mich, glaube ich, ein bisschen getroffen. Ich dachte, die triggern nicht so schnell. Fahrrad, Münster! Ich würde mal sagen, wir haben ein Badezimmer. Ein Klo? Ein öffentliches Klo? Wir haben 6 Spritzen, ey. Ich glaube, da kann ich mir auch mal einen Arm haben. Der Arm sieht schon gar nicht mehr so gut aus. Der Arm sah von vornherein nicht besonders gut aus. Ja, wir sollten uns mal waschen, würde ich sagen. Mutti, mach das doch nicht. Also wegen der Tür habe ich mich jetzt nicht erschreckt, sondern eher wegen dir, aber hey. Ja, red dich nur raus. Ich weiß genau, dass du Mutti gruselig findest. Nein, Mutti fand ich gerade nicht so gruselig, aber du hast mich getreten dabei. Das fand ich gruselig. Entschuldigung. Explosionskopf, Baby. Aua, Mann, ey. Ich dachte, der wäre schon 5-mal explodiert. Nee. Ein Osterei. Ich habe ein Easter Egg gefunden. Ha, 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 ha. Nee. Renn, durch die Gänge. Explosionskopf, Baby. Und ich dachte, das wäre ein öffentliches Klo. Was kommt? Ach, Müllkippen, Kinder von hinten. Muss es ja auch geben. Sieht hier zu monsterfrei aus. Muss doch Mutti kommen.
du, was ich mich frage? Mutti schreibt uns doch die ganze Zeit Nachrichten. Hm? Warum rennt sie dann hinter uns her? Ich weiß auch nicht. Die Frau ist verwirrt. Ich glaube, sie hat Alzheimer. Wie alle aus unserem Stück? Ja, doch. Trifft es ganz gut. Man weiß ja nie, ne? Oh, nehmen wir die mal mit. Gute Frau, was machen Sie denn da? Schrot fressen, aber anscheinend... Ich glaube, das war die Nachbarin. Nicht besonders... Gruseloma? Ja, das war die Gruseloma! Spiel. Spiel. Franzosen. Licht ist ausgegangen. Ich würde mal sagen, Stromrechnung nicht bezahlt, schon wieder. Kein Wunder, dass die Franzosen nicht die Stromrechnung nicht bezahlen. Rassistische Vorurteile. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Na, was könnte wohl hinter dieser Ecke sein? Explosionskopfbabys. Und eine Tür. Wow. Was befindet sich hinter Tür 3? Ein Treppen. Pardon? Oh Mann, und Jump'n'Run Action geht weiter. Yippie! Denn? Ich möchte ein bisschen durch die Gegend hüpfen. Hüpf? Sag mal, Spiel, ne? Spiel. Hättest du mal wieder ein Tonband für uns? Kleines nur vielleicht? Ach, sind wir hier? Oh ja, wir sind hier. Okay, dann gibt's in der nächsten Folge Rätseltime, das kann ich euch schon sagen. Rätseltime. Ist eine gute Time. Nein. Ja, das Rätsel... Denn es ist Rätseltime. Das Rätsel ist gar nicht mal so gut, muss ich ganz ehrlich eingestehen. Aber zumindest wusste ich, dass es hier deswegen ein Tonbandgerät gibt. Und demzufolge verabschieden wir uns für heute... Und wir hoffen, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn wir uns das Rätsel durchlesen, was hier draufsteht. Yippie! Yay! Freude! Tschüss! Tschüss!